Ist es schon in Worte zu fassen, was hier gerade passiert ist? Also als erstes muss ich sagen, geile Stimme. Sagt man oder merkt man, dass du mitgefiebert hast. Und ja, einfach schwer zu sagen, was hier schon wieder passiert ist, dass wir das ganze Spiel über uns reinkämpfen, alles reinhauen. Phasenweise waren wir da auch die schlechtere Mannschaft, aber haben das alles wieder super verteidigt wie die Spiele zuvor. Und dass der Eise den dann auch da, wie viele Minuten vor Schluss waren das? 2-3 Minuten ungefähr, dass er den dann auch so reinhaut, ist natürlich dann Weltklasse und ist einfach nur geil. Ja, du hast angesprochen, eine schwere, eine umkämpfte Partie. München relativ tief. Oft habt ihr nicht die Lösungen gefunden, vorne Torschancen zu kreieren. Woran hat das gelegen? Wie würdest du das erklären? Ja, ich glaube, die München haben sich ganz gut auf uns eingestellt. Wir haben versucht, die Räume zu bespielen. Das haben die dann ganz gut zugemacht. Teilweise ja, konnten wir hinten ein bisschen, ich sag mal, einfach nur ein bisschen den Ball hin und her spielen, hatten nicht so die passende Lösung dafür gefunden. Also in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit wurde es dann besser. Und ja, ich glaube, im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein mit den 3 Punkten und haben dann eine schöne Heimreise. Ja, kurz vor der Halbzeit gab es noch eine kleine strittige Situation. Elfmeter wurde gefordert. Hast du die Szene im Kopf und kannst du dich erinnern oder einschätzen, ob es ein Elfmeter war? Das mit dem Geipel. Nee, also ich stand direkt dahinter, der spielt den Ball. Ich fand so, wie sie in München haben heute ein bisschen ja, sehr triathalisch gewirkt. Ja, ich glaube, im Elfmeter war es auf jeden Fall nicht. Ja, besonders spannend war dein Duell gegen Finn Lakenmacher, zwei sehr körperliche Spielertypen. Wie würdest du das Duell mit dem Münchner Stürmer ja, beschreiben? Ja, der hat mir das Leben heute sehr schwer gemacht, muss ich sagen. Hat ein gutes Spiel gemacht, war nicht einfach für mich. Muss mir ein bisschen was anderes einfallen lassen. Aber das große Ziel ist mir geglückt. Er hat kein Tor gemacht und das ist dann das, was zählt. Ja, hinten in der Defensive wart ihr ja, trotzdem kurzfristigen Ausfall von Florian Ballas. Ja, trotzdem sehr sicher. Die eine oder andere Chance hat dann Felix Gebhardt dann noch vereitelt. Wie wichtig ist auch er für den Rückhalt in der Jahren-Hintermannschaft aktuell? Ja, absolut. Ich glaube, nicht nur heute, auch in den Spielen zuvor hat man gesehen, dass Felix uns im Spiel hält. Und wenn er uns im Spiel hält, haben wir da ja, einen super Rückhalt und nach vorne geht dann bei uns immer was. Unglaubliche Unterstützung auch von den Jahren-Fans hier in München. Wie schön ist es zu sehen, genau auch noch vor so einem Auswärtsblock dann das Tor zu schießen und mit den Fans zu feiern. Also Weltklasse, wer das gesehen hat, wie die Banne da umgefallen ist, wie alle aufeinander gefallen sind, war schon echt ja, einzigartig. Die unten lagen, fanden es vielleicht nicht so schön, aber scheißegal. Die Fans haben mitgefeiert, die haben Vollgas gegeben, 90 Minuten Stimmung gemacht, das hat uns nochmal nach vorne gebracht. Und ja, am Ende können wir die natürlich dann auch mit den 3 Punkten belohnen. Ja, jetzt 7. Sieg in Folge. Der SSV Ulm kommt am Wochenende ins Jahnstadion Regensburg. Worauf wird es dann in der nächsten Partie wieder ankommen und auch in den kommenden Wochen? Wahrscheinlich bodenständig weiterarbeiten, oder? Ja, du sagst bodenständig weiterarbeiten. Ich glaube, unsere harte Arbeit wird auch belohnt. Wir geben Vollgas im Training unter der Woche. Und vor allem Andreas Geipel ist nicht mehr der Jüngste, aber gibt Vollgas. nee, Spaß beiseite. Also, wie der Trainer mal sagt, Team First, das ist ja, unser großes Motto. Ich glaube, das sieht man noch auf dem Platz, wie jeder füreinander kämpft. Wenn einer einen Fehler macht, scheißegal, der andere bügelt den aus. Und so gehen wir dann auch ins Spiel gegen Ulm rein.